world? Need something more powerful than any of us. Everyone creates the thing they dread. Ultron, in the flesh. No matter who wins or loses, trouble always comes around. You've meddled with something you don't understand. We have no place in the world. Willkommen zurück zu Marvelous. Ihr habt gerade den zweiten Trailer zu Avengers Age of Ultron gesehen. Inhaltlich wurde natürlich ziemlich das gleiche vermittelt wie im ersten Trailer, aber es gab einige interessante Stellen, auf die ich heute speziell eingehen möchte. Gleich zu Beginn bekommen wir diesen kleinen Monolog von Tony, in dem er sagt, dass diese Welt viel zu verletzlich ist, als dass er eben nur von den Avengers beschützt werden könnte. Und das ist also für ihn der Grund, um diese Jarvis-Armee zu bauen. Das Ganze ist definitiv eine Spätfolge aus dem ersten Avengers-Film. Er ist immer noch überwältigt von dem, was er da im All gesehen hat, von dieser Alien-Invasion, die er mit der Atombombe quasi zerstört hat. Ich glaube wirklich, dass es für Tony fast schon nebensächlich ist, diese ganzen Hydra-Stützpunkte auszuheben mithilfe dieser Roboter-Armee. Sondern für ihn scheint wirklich wichtig zu sein, für außerirdische Gefahren gewappnet zu sein. Dann gibt es eine schöne Stelle, in der Bruce Banner so halb fragt, halb sagt, Ultron? Und dann dieser eben drauf reagiert mit in Fleisch und Blut. Das zeigt einfach perfekt, dass Ultron kein 0815, sondern ein hyperintelligentes System sein wird, das der Menschheit in jeder Hinsicht überlegen ist. Und sich selbst als Roboter dann in Fleisch und Blut darzustellen, ist mehr als amüsant. Der Auftritt von Nick Fury ist mir ehrlich gesagt so allgemein, als dass ich da was rein interpretieren möchte. Wir wissen aus Captain America Winter Soldier, dass er unterwegs ist, um Hydra-Ratten aufzuspüren. Deswegen war eigentlich klar, dass er im Zuge von Age of Ultron irgendwann mal auftauchen wird. Im nächsten Moment folgt dann das erste Highlight in diesem Trailer und ein neues Gesicht bzw. ein neuer Rücken. Fakt Nummer 1, der Ort in diesem Moment mit diesem Becken scheint der gleiche zu sein, in dem Thor im ersten Trailer ein Bad nimmt. Fakt Nummer 2, diese dunkelhäutige Dame ist jetzt schon ein Easter Egg im Trailer, oder so scheint es zumindest. Black Panther stößt auf jeden Fall erst in Civil War ins Marvel-Kino-Universum. Wir haben einerseits Andy Serkis, dessen Rolle bisher noch unbekannt war, aber es heißt inzwischen, dass er wahrscheinlich Ulysses Claw spielen wird, der ein altbekannter Feind von T'Challa in den Comics ist. Und dann ist da dieses Metall, das laut Howard Stark in Captain America 1 ja so selten sei und mit dessen Hilfe sich Ultron im Film dann auf seine höchste Form entwickeln wird. Die Rede ist von Vibranium. Und wo auf unserem Planeten gibt es sogar einen ganzen Haufen von diesem Metall? Bloß weiß es noch keiner? Ganz genau, in Wakanda. Und dann ist da eben noch diese Dame. Für sie gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist eine Frau vom Hofstaat in Wakanda, beziehungsweise vielleicht sogar eine Kriegerin von Black Panther, oder sie ist keine geringere als Shuri, die Schwester von T'Challa, also von Black Panther. Ich sag's euch, ich hab's nicht so schnell kommen sehen, aber Wakanda rückt immer näher. Und ich find's absolut geil, wenn wir das schon in Age of Ultron irgendwie zu sehen bekommen. Rückblicke gibt es auch wieder, nur denkt man da jetzt vielleicht im ersten Moment nicht an Black Widow. Wir dürfen in Age of Ultron scheinbar erleben, wie aus Natasha mit Hilfe des KGBs, mit dem Black Widow Programm, das wurde, was sie heute ist. Aktuell können wir genau das in Agent Carter verfolgen, wo Dottie, eigentlich eine unscheinbare junge Frau, als
wahrscheinlich erst der Black Widow eingeführt wird. Mein persönliches Highlight war dann die Stelle, an der Ultron sagt, dass er die Avengers auseinandernehmen wird. Und zwar von innen. Es gibt schon länger eine Theorie im Netz, die ich bisher für unwahrscheinlich hielt, aber mit all diesen Trailern muss ich gestehen, ich kann mich immer mehr damit anfreunden. Wir wissen ja, dass Baron von Strucker mit Hilfe von Lokis Stab Scarlet Witch und Quicksilver erschaffen hat. Dieser Stab beinhaltet ja nichts Geringeres als den Mindgem, den er von Thanos damals erhalten hatte. Und mit diesem Stab gelang es ja Loki, einige auf unserem Planeten gedanklich zu manipulieren, unter anderem eben auch Bruce Banner. Das Ganze ist zwar knapp gescheitert, aber er war kurz davor, Bruce Banner zu kontrollieren. So, jetzt nehmen wir mal an, die Avengers heben die ganzen Hydra-Stützpunkte aus und nehmen Lokis Stab in Gewahrsam. Ultron bekommt, nachdem er erschaffen wurde und nachdem er austickt, seine Finger an diesen Stab bzw. nur an den Gem und versteht natürlich, weil er hyperintelligent ist, sofort, wie er ihn einsetzen muss. Macht es nicht plötzlich Sinn, warum Scarlet Witch und Quicksilver in der einen Szene im ersten Trailer so friedlich neben Ultron stehen? Oder warum der Hulk so austickt? Sollte es wirklich so sein, dann wäre eine extrem geile Brücke zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil geschlagen worden. Im Mai erfahren wir dann, ob das so ist oder ob das Ganze einen anderen Hintergrund hat. Bis nächste Woche könnt ihr euch hier den Breakdown zum ersten Trailer von Avengers Age of Ultron anschauen und hier findet ihr meine Analyse zum Trailer von Ant-Man. In Episode 24 gibt's dann meine Top 10 der Marvel-Helden-Gruppierungen mit etwas Hintergrundwissen. Fragen und Meinungen könnt ihr wie immer gerne unten als Kommentar hinterlassen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat und abonniert, um keine Folge von Marvels zu verpassen. Bis in einer Woche, macht's gut, Caps out!